Nur kurz zum Stück, ich glaube, das ist ganz sinnvoll, wenn man ein bisschen was darüber weiß. Tom ist ein Hungerlöhner, ein Tagelöhner in den USA, der seine Schwester, seine Mutter und seine nicht besonders hübsche Schwester durchfüttert. Die Schwester findet keinen Mann also und auch keine Arbeit, muss also da bleiben im Haus. Und Tom muss mit $50 in der Woche die ganze Familie durchbringen. Seine Mutter allerdings, also Toms Mutter, lebt in einer Schein- oder Fantasiewelt, gibt alles Geld, was Tom nach Hause bringt, mit vollen Händen aus, glaubt, dass alles wunderbar ist, der Vater ist nicht abgehauen und sie leben in Prunk und in Luxus. Und es gibt einen Dialog zwischen Tom und Mutter, den der Alex zu einem Monolog zusammengestellt hat und den möchte er jetzt zeigen. Der Alex mit Tom aus der Glasmenagerie. Zustand. Was in Gottes Namen soll ich nun machen? Den Verstand verloren? Den Verstand verloren? Ich bin umgebracht worden! Ich habe nichts, aber auch gar nichts mehr! Nichts habe ich mehr, das noch mir gehört! Alles hast du mir! Sogar meine Bücher hast du gestern konfisziert! Oder glaubst du, meine Geduld hat kein Ende? Ja, ich weiß, dir ist egal, was ich tue. Und es ist erst recht unwichtig für dich, was ich tun will. Die kleine Differenz zwischen diesen beiden Dingen zählt nicht. Es kommt dir nie der Gedanke. Du glaubst wohl, ich bin begeistert über meine Stellung im Lagerhaus? Du glaubst, wo ich bin in kontinentale Schuhwaren verliebt? Du glaubst, wo ich gedenke, 55 Jahre in diesen hochmodernen Räumen mit fluoreszierenden Beleuchtungskörpern zu verbringen? Mir wäre es lieber, jemand nehme eine Eisenstange und schlüge mir damit die Hirnschale ein, als jeden Morgen dahin zu gehen. Jeden Morgen, wenn du in mein Zimmer kommst, ich wächst mit einem Gottverdammten! Mach auf, mein Herz, und singe. Da denke ich mir jeden Morgen, wie gut haben es die Toten. Aber stehe auf. Ich gehe. Für lumpige $50 im Monat gebe ich alles auf, wovon ich träume. Alles, was ich tun will, was ich werden will im Leben. Und da sagst du noch, ich sei selbstsüchtig. Ein Egoist, der immer nur an sich denkt. Verstehst du nicht? Wenn ich immer nur an mich dächte, wenn ich je an mich gedacht hätte, dann wäre ich längst so Vater ist. Nämlich auf und davon. Fass mich nicht an, Mutter! In eine Opiumhöhle gehe ich. Jawohl. Opiumhöhlen. Lasterhöhlen, Verbrecherschlupfwinkel, Mutter. Ich bin der Hohenbande beigetreten. Du hast es sicher von ihr gehört. Ich bin ein Auftragsmörder. Mit einem Maschinengewehr in einem Violinkasten. Ich verwalte einen Komplex von Hurenhäusern. Sie nennen mich den Killer. Killer Wingfee. Ich lebe ein Doppelleben. Bei Tag. Ein einfacher und ehrlicher Angestellter in einem Lagerhaus. Bei Nacht ein gefürchteter Pate der Unterwelt. Ich könnte dir Sachen erzählen, die dir den Schlaf rauben würden, Mutter. Meine Feinde planen, dieses Haus mit Dynamit in die Luft zu sprengen. Eines Nachts liegen wir alle auf. Himmelhoch. Es wird mir ein Vergnügen sein. Und du fliegst auch. Auf einem Besen über die blauen Berge 17 Anhänger hinter dir her. Du hässliche Geschäftsgeist!